Hi, willkommen zurück zu Make-A-Wish TV. Heute mit Krümelmonster Cupcakes. Hier seht ihr schon mal die Zutaten, die wir benötigen. Wir brauchen Eier, Mehl, Backpulver, Vanillezucker, Frischkäse, Butter, Marzipanrohmasse, Schokotropfen, Puderzucker, weißen Zucker, blaue Lebensmittelfarbe und blaue Kokosflocken. Wie ich die hinbekommen habe, die habe ich schon am Vorabend vorbereitet. Das lest ihr auf jeden Fall schon mal in der Infobox, sowie natürlich alle Mengenangaben. Und dann würde ich jetzt einfach mal sagen, wir legen mal los. Hier seht ihr noch die restlichen Zutaten. Wir heizen erstmal den Ofen auf 180 Grad vor und kümmern uns um unseren Teig für die Cupcakes. Dafür verrühren wir unsere Butter mit den Eiern, Zucker, Backpulver, Vanillezucker und Mehl. Und vermengen das alles so gut, dass es eine richtig gute Konsistenz hat. Also es wird ein bisschen fester. Danach bereiten wir unsere Papierförmchen vor und befüllen diese und schieben diese für 15 bis 18 Minuten in den Ofen. Ich hatte leider keine Muffinform da, deswegen einfach nur die Papierförmchen. Danach kümmern wir uns um das Frosting. Dazu vermengen wir einfach die Butter mit dem Frischkäse und der blauen Lebensmittelfarbe und kreieren danach die Marzipanaugen. Einfach Rohmasse in kleine Kugeln formen und einen Schokotropfen vorsichtig in die Kugeln hineindrücken. Ihr braucht insgesamt 20 Stück, also ich habe mit dem Teig und der Mengenangabe circa 10 Cupcakes. Ja, zusammenbekommen, also 20 Augen jeweils, beziehungsweise 20 Kugeln. Und nachdem ihr die Muffins nach den 18 Minuten rausgeholt habt, einfach gut abkühlen lassen und mit der Creme bestreichen, wirklich ordentlich bestreichen, so in etwa, dann in die Kokosflocken tauchen, einmal in so einer kreisenden Bewegung. Dann hat unser Krümelmonster schon mal ein Fell parat. Und danach kommen die Augen obendrauf. Sprich, ihr packt euch einfach so zwei Kugeln und platziert diese. Achtet darauf, dass unser Krümelmonster ruhig ein bisschen schielt. Das sieht immer ganz süß aus. Dann macht ihr einfach einen Schnitt da rein, ungefähr in der Mitte, und platziert noch einen halben Keks drauf. Und fertig ist unser Krümelmonster Cupcake. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen da, ein Abo und bis zum nächsten Mal.